Wir machen weiter mit dem zweiten Vortrag für heute Abend. Oh, war noch vorhin. Und zwar geht es um die inzwischen 8. Runde vom Prototype Fund. Und Patricia und Marie vom Prototype Fund werden vorstellen, worum es dabei geht. Herzlich willkommen, Marie und Patricia. Hallo, ich bin Marie. Ich habe letztes Mal schon das Prototype Fund hier vorgestellt. Ich mache Program Management beim Prototype Fund. Das heißt, ich kümmere mich um die Projekte, die wir fördern, und ich organisiere die Veranstaltung. Oh, okay. So, und ich bin Patricia, ich kümmere mich um die Kommunikation beim Prototype Fund seit dem Januar. Und wir sind aktuell in unserer 8. Ausschreibungsrunde und wollen natürlich, dass sich dafür Leute bewerben. Und deswegen erzählen wir euch heute ein bisschen was über das Programm im Allgemeinen und ein paar Projekte im Konkreten. So, falls ihr schon mal was von Prototype Fund gehört habt, sehr gut. Wenn nicht, ist das auch nicht so wild. Wir sind quasi unter dem Dach der Open Knowledge Foundation und die Fördermittel, die wir selbst vergeben, kommen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und außerdem arbeiten wir auch noch mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum als Projektträger zusammen. Wir fördern Public Interest Tech. Public Interest Tech ist hier im Diskurs bisher wenig angekommen, deswegen würde ich einmal kurz sagen, was das ist, damit ihr euch auch eine Vorstellung davon machen könnt. Im Kurzen kann man eigentlich sagen, wir fördern technologische Innovationen, die der Gesellschaft nützt. Und das Besondere, was man vielleicht dabei beim Prototype Fund noch sehen kann, ist, dass wir vor allem EinzelentwicklerInnen und kleine Teams fördern, die halt ihre Fähigkeit nutzen, um damit gesellschaftliche Herausforderungen kreativ lösen zu wollen. Es gibt natürlich schon eine Menge IT-Förderprogramme, viele davon richten sich aber entweder an Unternehmen oder an große Forschungseinrichtungen und EinzelentwicklerInnen oder halt genau kleine Teams, die es irgendwie so ein bisschen Freelance-mäßig machen, haben davon nicht besonders viel. Und das wollen wir halt mit diesem Förderprogramm ändern. Begonnen haben wir 2016 mit der ersten Förderrunde und seitdem haben wir jetzt Stand 1. März 140 Open-Source-Software-Projekte fördern können. Die maximale Fördersumme pro Projekt war dabei 47.500 Euro und insgesamt haben wir damit bisher 5,75 Millionen Euro ausgeschüttet. Genau, also die Frage ist immer, kann ich gefördert werden? Also es ist ziemlich easy. Es ist, wenn man in Deutschland lebt, kann fast jeder gefördert werden. Also man muss in Deutschland wohnen, Bürgerschaft ist egal. Man muss volljährig sein, leider können wir nicht Nachwuchshackers fördern. Man muss wenigstens 18 Jahre alt sein. Man muss selbstständig sein oder selbstständig sein wollen. Also jeder kann ja eine Steuernummer anmelden. Und man muss bereit sein, seine Projekte unter einer Open-Source-Lizenz zu veröffentlichen. Die Förderung, wie das passiert, also jeder kriegt 6 Monate, wir alle in der Runde 8 werden gleichzeitig anfangen am 1. September 2020 und werden bis zu Ende Februar 2021 an ihre Projekte arbeiten. Ihr könnt entweder allein arbeiten, also sich richtig als Einzelgänger bewerben oder in kleine Teams, was meistens ziemlich hilfreich ist, damit man nicht sechs Monate allein kämpfen muss. Jeder, der beim Prototype Fund mitmacht, kriegt auch Coachings, entweder UX oder User-Centered Design nennen wir das, von SimpliSecure, unser Partner, oder von Xero, unsere Projektmanagement-Partner Coachings. Und wir sind natürlich da als Team, um auch die Projekte zu betreuen, zu unterstützen. Und wir bilden auch echt eine Community auf, ein Austausch zwischen Projekten. Wir haben, wie Patricia schon gesagt hat, 140 Projekte gefördert. Das ist auch so, das sind so viele Projekte, die man nochmal fragen kann, wenn man irgendwas nicht weiß in einem bestimmten Bereich zum Beispiel. Wir haben auch Chats, Chatrooms und so weiter, wo unsere Alumni zusammen rumhängen können. Also da ist man auch Teil einer schönen Community.
Ja, zur Runde 8. Wir kommen eigentlich immer hier, um ein bestimmtes Thema vorzustellen, wie letztes Mal zum Beispiel Vertrauen bauen, Trust, Engineering Trust hieß das. Bei der 8. Runde haben wir uns entschieden, wie bei der 1. Runde, mal wieder kein Thema zu haben. Also jedes Projekt ist willkommen, was natürlich Open Source ist. Also da sind die Möglichkeiten, also so viele Möglichkeiten haben wir eigentlich nicht bei den anderen Runden gehabt. Ja, deswegen haben wir uns ein paar, euch einfach statt einer Themenerklärung ein paar Projekte als Inspirationsquelle mitgebracht. Erstmal so grundsätzlich haben wir 4 Schwerpunkte. Einmal Civic Tech, das sind die digitale Tools für Bürgerinnen. Da kann man zum Beispiel an Partizipationsplattformen denken, Apps für Gesundheitssachen, also eigentlich alles, was irgendwie für Bürger, für Vernetzung und so weiter gut sein kann. Das zweite Thema, der zweite Schwerpunkt ist Security. Da ist einfach die Crypto-Messenger zum Beispiel, wie im letzten Vortrag erwähnt worden sind, VPNs, Firewalls, Tor-Projekte und so weiter. Bei Data Literacy stellen wir uns Anwendungen vor, die mit offenen Daten, zum Beispiel Bildungsprojekte, arbeiten zum Beispiel wie Bildungsprojekte oder Transparenzgeschichten. Und bei der Softwareinfrastruktur meinen wir Tools für den einfachen Betrieb von Anwendungssoftware, also die ganze Softwareinfrastruktur, auf die alles basiert, was wir machen, zum Beispiel Tools, um Servers aufzusetzen, die sicher sind und so weiter. Jetzt haben wir auch noch ein paar genaue Projektbeschreibungen mitgebracht, damit ihr echt konkret ein paar Beispiele habt, an die ihr euch orientieren könnt. Genau, und da fangen wir einmal an mit dem Bereich Civic Tech. Marie hat ja gerade schon so im Groben erklärt, was das ist, und wir wollen es jetzt aber noch ein bisschen anreichern mit konkreten Projekten. Und genau, das erste, was ihr hier jetzt an die Wand geschmissen seht, ist das Projekt Growing Futures, was wir jetzt in der letzte Woche abgeschlossenen Förderrunde 6 mitgefördert haben. Und Growing Futures ist im Grunde genommen ein Anbauplanungstool für solidarische Landwirtschaften. Das so funktioniert, dass halt jedem Mitglied einer solidarischen Landwirtschaft so der eigene maßgeschneiderte Anteil an der Produktion angeboten werden kann. Und bisher ist ja quasi so ein bisschen das Problem, was Solavis haben, ist, dass es halt sehr nischig ist, so ein bisschen man, klar, kann da irgendwie Sachen bestellen, aber man weiß nicht genau, was man bekommt, ob man wirklich irgendwie die Gurke bekommt, die man haben will. Und Growing Futures will daran halt arbeiten und das ändern, damit irgendwie auch Solavis ein bisschen mehr aus der Nische rauskommen und einfach ihre Zielgruppe halt noch vergrößern können, weil die Leute einfach das bestellen können, was sie haben wollen. Was dann so funktioniert, dass quasi am Beginn jeder Saison die einzelnen Mitglieder der Solavi einfach die Sorte und dann ungefähr die Menge von dem angeben wollen, was sie so über die Saison verteilt bekommen wollen. Und mit Hilfe von Growing Futures können die solidarischen Landwirtschaften dann diese Bestellungen in Anführungszeichen in eine für sie gärtnerisch umsetzbare Anbauplanung umsetzen. Und basierend auf der wöchentlichen Ernte wird dann quasi ausgerechnet, okay, welches Mitglied bekommt jetzt wie viel wovon. Und wenn die Ernte am Ende gut ist und irgendwie kein Sturm aufgezogen ist und eh alles vernichtet hat, dann bekommen am Ende die Leute genau das, was sie haben wollen. Was dann quasi damit vergleichbar ist, einfach in den Supermarkt zu gehen und sich die Sachen zu kaufen, nur dass es halt aus einer solidarischen Landwirtschaft kommt und damit letztlich halt viel mehr Menschen nutzt. Ein zweites Beispiel für Civic Tech, was in eine ganz andere Richtung geht, und da hinten sitzt nämlich die Peggy, die dafür verantwortlich ist und auch gleich ihr noch in dem nächsten Vortrag gehört, ist Noise. Und genau, das ist jetzt ganz gut auch, dass Peggy da ist, weil das Projekt war schon aus der Runde 5, da habe ich noch nicht beim Prototype Fund gearbeitet. Das heißt, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, kannst du was sagen. Aber ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch über dein Projekt. Und zwar das Projekt Noise ist ein selektiver Geräuschfilter für Menschen mit, aber auch für Menschen ohne Hörbeeinträchtigung. Und der wird entwickelt mit Hilfe von Maschinenlernen. So, das heißt, einerseits ist Noise, also hat Noise quasi den Anspruch, so eine technische Lösung frei zugänglich zu machen, unter anderem um den Cocktail-Party-Effekt zu beheben, von dem ich nicht weiß, ob ihr wisst, was es ist, aber es ist quasi einfach störende Nebengeräusche, die besonders halt für Menschen, die Hörhilfen benutzen, total stressig sind, weil sie irgendwie in einem Restaurant sind und alles hören, nur nicht das, was ihr Gegenüber sagt.
Und dafür brauchst du halt eine technische Lösung, die Noise frei zugänglich machen will und außerdem auch einen bewussten Umgang mit den Folgen von Geräuschbelastung fördern möchte. Und das funktioniert über eine offene Sounddatenbank, in der NutzerInnen Alltagsstörgeräusche, die sie aufgenommen haben, hochladen können. Aus diesen diese Trainingsdatensätze, die damit entstehen, werden parametrisiert, zum Beispiel im Hinblick auf die Frequenz der Geräusche. Und darauf aufbauend wird dann in mehreren Stufen ein Lernalgorithmus programmiert. Richtig? Super. Gut. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Feld. Ja, dann gehen wir mit Security weiter. Und erstmal möchte ich euch von über Closed-Lit to Encrypt erzählen. Die haben wir gefördert, in der sechsten Runde gefördert. Das heißt, die hatten gerade ihre Präsentation vor ein paar Tagen. Closed-Lit to Encrypt geht darum, dass wenn man zum Beispiel, ich glaube bei Apple gibt's das schon, wenn man ein MacBook hat, dann schließt man sein MacBook und dann geht er im Schlafmodus und dann ist die Festplatte auch verschlüsselt und dann sind keine Daten, die da noch rumliegen, unverschlüsselt. Bei Windows und Linux Computer ist es noch nicht so und Closed-Lit to Encrypt hat entschieden, dass sie das jetzt mal fixen wollen, indem sie das erstmal in Debian machen, weil wenn man etwas in Debian fixt, dann ist es auch in Ubuntu und so weiter gefixt, in alle Debian-basierte Linux-Systeme. Die haben deswegen das Paket Crypt Setup genommen, was das ist, was man für zum Beispiel Festplattenverschlüsselung auch nimmt unter Linux, was man Lux-Verschlüsselung nennt auch. Und die haben dafür gesorgt, dass es einen Kernel-Patch gibt, der inzwischen, glaube ich, sogar akzeptiert wurde, der noch nicht bei Default drin sein wird, aber bald in Debian schon kann man das aktivieren, dass wenn man seinen Computer schließt und im Schlafmodus schickt, dass auch alles verschlüsselt ist, was sehr wichtig ist, wenn man zum Beispiel über eine Grenze geht, wo die vielleicht im Laptop sehen wollen oder auf eine Demo ist und so weiter. Das zweite Security-Projekt, was wir mitgebracht haben, ist auch aus der Runde 5. Die waren gleichzeitig mit Peggy dabei. Die heißen Undo von Ransomware mittels Machine Learning Security. Im Grunde genommen ist es eine Gruppe aus der Uni Konstanz, glaube ich, die haben recherchiert, wie man Nextcloud nutzen kann. Also das ist eine Google Docs-Alternative, die selbst gehostet ist und da eine App haben kann, die macht Backups von alles, was auf die Platte ist. Und wenn man mit Ransomware infiziert ist und dieses nervige Pop-up kriegt, du kannst deinen Computer nicht mehr benutzen, bis du uns Bitcoins geschickt hast, dann kann man einfach in seine Nextcloud sagen, hier, ich möchte meinen Computer so wiederherstellen, wie es vor der Infizierung durch Ransomware war. Also einfach so Cloud, aber nicht irgendeine Cloud, sondern die eigene Cloud, die man selbst beherrscht, als Backup nutzen, wenn man infiziert wird. Das nächste Projekt kommt aus dem Bereich Data Literacy und ist jetzt aus der aktuellen Förderrunde, die jetzt quasi ganz frisch am Sonntag gestartet ist. Und das Projekt heißt die Real MHD App. Und genau, was die Real MHD App vorhat, ist VerbraucherInnen unabhängig quasi vom Mindesthaltbarkeitsdatum über die Verträglichkeit ihrer Lebensmittel zu informieren. Das soll dann so funktionieren, dass man zum Beispiel von der Milch, auf der jetzt im Supermarkt draufsteht, aha, morgen läuft die ab, den Barcode mit seinem Smartphone abfotografiert und dann angezeigt bekommt, naja gut, da steht jetzt drauf, die läuft morgen ab, aber erfahrungsgemäß hält sie noch eine Woche, also kauft die ruhig. Und das soll so funktionieren, dass mit einer bereits existierenden Open-Source-Community zusammengearbeitet wird, bei der man zum Beispiel, wenn man jetzt den Barcode scannt, sowas sieht wie diese und jene Zusatzstoffe sind da drin oder da und da kommen irgendwie die Tomaten her. Das heißt, es soll dann um die Informationen zur Haltbarkeit erweitert werden und die UserInnen aus dieser Community können halt ihre Erfahrungswerte eintragen. Und genau, was vielleicht ich selbst an dem Projekt ganz spannend finde, ist, dass man jetzt irgendwie bei Data Literacy vielleicht nicht unbedingt an Mindesthaltbarkeitsdaten denkt, sondern irgendwie an andere Formen, also Datenformate. Aber das Projekt zeigt halt, ja, alle möglichen Daten müssen halt gelesen werden können, auch sowas scheinbar Simples wie ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und ein ganz anderes Beispiel aus dem Bereich Data Literacy ist das Projekt Reactive Runtime. Bei dem geht es darum, wissenschaftliche Forschungsergebnisse reproduzierbar und transparent zu machen. Und
quasi, was das Projekt machen will. Das ist übrigens auch jetzt aus der aktuellen Förderrunde, die gerade angefangen haben, ist, dass es WissenschaftlerInnen ermöglicht, die Modelle, die sie erstellt haben, interaktiv für NutzerInnen erlebbar zu machen. Und diese können dann quasi in diese Ergebnisse veränderte Annahmen oder Parameter einspielen und so wirklich interaktiv Szenarien durchspielen und genau auf diese Weise einfach besser verstehen, was die WissenschaftlerInnen da gemacht haben. Genau, und Reactive Runtime ist letztlich eine Programmbibliothek, die für numerische Notebooks, wie zum Beispiel Jupyter, erstellt wird. Letztlich sind das sowas wie Datenformate, einfach für interaktive wissenschaftliche Datenauswertung und Berechnungen, in denen aber bisher verschiedene Faktoren dazu geführt haben, dass die Reproduktion der Analyseergebnisse nicht möglich war. Und durch diese Reactive Runtime Programmbibliothek werden dann die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Zellen in so Spreadsheets, also ich glaube ganz, ganz banal kann man sich wie Excel vorstellen, obwohl es glaube ich ganz weit davon entfernt ist, aber auf jeden Fall werden die Abhängigkeiten zwischen diesen einzelnen Zellen dargestellt und auf diese Weise werden die Forschungsergebnisse verständlicher und reproduzierbar. Genau, dann sind wir beim letzten Teil, Softwareinfrastruktur. Erstmal habe ich Reproducible Builds ausgewählt. Das ist auch ein Debian-Projekt, auch etwas, was es nicht nur für Debian geben sollte und wird. Es geht darum, dass wenn ich Software schreibe, dann möchte ich auch wissen, dass wenn die kompiliert wird, wenn Leute die selbst installieren, dass die Software genau so ist, wie ich sie geschrieben habe und nicht noch irgendwelche Sachen dazukommen oder weggenommen werden. Es heißt Reproducible Builds in der Wirklichkeit, weil es natürlich sehr theoretisch alles war und dass die Gruppe, die das macht, das umsetzen will, dass es tatsächlich für Debian funktioniert. Sie erklären es immer sehr schön, wenn ich zwei Tiefkühlpizzen habe, dann sind die ähnlich, aber nicht genau gleich. Wenn ich zwei Lego-Spielzeuge baue, die aus der gleichen Linie kommen, dann habe ich zweimal genau das gleiche Spielzeug, was rauskommt, wenn ich es baue. Und die wollen das für Software machen. Jedes Mal, wenn ich meine Software baue, ist es wie Lego. Es hat immer die gleiche Form, genau die gleichen Teile sind dabei. Und damit kann man meinen, dass man zum Beispiel Backdoors hat oder andere Vulnerabilities in der Software, die Leute installieren. Das letzte, was wir mitgebracht haben, ist ESP, Independent Solar Energy Mesh Node Firmware. Prototype von Projekten mögen lange Namen irgendwie. Das ist ein Projekt von Elektra Wagenrad aus der sechsten Runde. Sie hat einfach einen ESP-Chip genommen, der eigentlich für IoT gemacht ist und sie hat ein Board designt, was man für Mesh-Networks nutzen kann. Wir dürfen leider keine Hardware fördern, deswegen hat sie das selbst gemacht und dann haben wir dafür bezahlt, dass sie die Firmware dafür schreiben konnte. Eigentlich ging es darum, einfach, dass wenn man in welche Dörfer, die ganz weit sind und wo es kein Geld für Internet, gute Glasfaserleitungen gibt oder sowas gibt, dass man einfach ihr Ding auf dem ESP ich sage jetzt nicht die ganzen Namen nochmal, auf den Hügel stellt und dass es so als Repeater genutzt wird von einem Dorf zu einem anderen. Und so kann man Mesh-Netzwerke aufbauen, natürlich mit Solarenergie, damit das Ganze einfach super lang auf dem Hügel stehen kann. Sie hat das dann auf dem Kongress vorgestellt und es war so erfolgreich, dass Leute schon gefragt haben, ob sie ganz viele andere Sachen einbauen kann oder es wenigstens möglich machen kann, sodass dieses Ding wahrscheinlich auch für ganz viele andere Sachen genutzt wird in der Zukunft, aber das war die originale Idee. So, das waren jetzt die 8 Beispiele, die wir mitgebracht haben. Wie ihr seht, ist die Bandbreite ziemlich krass von Einreichungen, die wir bekommen und was wir auch fördern dürfen. Deswegen nutzt es aus, denkt euch verrückten Sachen aus. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten, das waren echt nur ein paar Beispiele. Ich hätte auch über 140 Projekte reden können, aber dafür haben wir keine Zeit. Jetzt noch ein paar Tipps für die Bewerbung. Also, sprich eine Sprache, die jeder versteht. Die Jurymitglieder sind Nerds, die kennen sich mit ihren Themen aus, aber die sind vielleicht nicht Nerds in euren genauen Bereich. Außerdem ist es ziemlich langweilig und nervig, Bewerbungen zu lesen, die sich wie technische Bücher lesen irgendwie. Macht einfach genau verständlich,
sagt einfach, was will ich machen, warum will ich es machen, wie will ich es machen, antwortet die W-Fragen. Das ist viel besser, als irgendwie versuchen, es überintellektuell kompliziert zu machen, wo niemand mehr versteht, was er meint. Es gibt immer ein paar Bewerbungen, die kaum verständlich sind. Versucht die Fragen so zu beantworten, wie sie gestellt sind. Also bei der Bewerbung gibt es, glaube ich, 7 oder 8 Fragen. Diese Fragen sind ziemlich simpel. Versucht nicht irgendwie einen Text da reinzukleben und so zu tun, als wäre es die Antwort auf die Frage, wenn es nicht ist. Es gibt einen Grund, warum wir diese Fragen beantwortet genau diese Fragen. Der dritte Tipp ist eigentlich eine Frage. Gibt es schon ähnliche Projekte? Wir heißen das Prototype Fund. Das heißt, wir wollen Innovation, wir wollen Prototypen. Ich will Nextcloud neu schreiben, ist kein Prototyp, außer wenn ihr uns erklären könnt, was ist neu dran, warum ist das besser als das existierende Projekt. Deine Idee muss nicht zum Hauptschwerpunkt passen, ist ganz klar alt, weil wir keinen Hauptschwerpunkt haben. Und wir haben noch eine Bewerbungstraining-Seite auf prototypefund.de/bewerbungstraining. Da sind noch Fragen und Texte, die euch helfen zu verstehen, was man alles wissen muss, wenn man sich bewerben will. Ich glaube, das war's schon jetzt. Ja, genau. Jetzt bleibt uns nur noch mal zu bekräftigen, dass ihr euch bitte, bitte bewerben sollt, weil tatsächlich der Prototype Fund ein einigermaßen einzigartiges Förderinstrument ist. Genau, und wir auch einfach Bock haben auf eure Ideen und wissen wollen, womit EntwicklerInnen sich derzeit so befassen. Was sind irgendwie eure Herausforderungen? Was sind eure, ja, also was interessiert euch einfach? Reicht es ein und habt die Chance auf bis zu 47.500 Euro Förderung. Bewerben könnt ihr euch jetzt aktuell noch bis zum 31. März. Das sind noch genau 4 Wochen. Da habt ihr, glaube ich, Zeit, nochmal 8 Fragen zu beantworten. Genau, und ansonsten, wenn ihr irgendwie das jetzt gehört habt, aber euch noch nicht sicher seid, ob ihr da mitmachen wollt, ob das was für euch ist, könnt ihr uns Fragen stellen und uns erreichen, und zwar auf allen Wegen, die hier gerade an der Wand stehen, also über E-Mail, über Twitter, über Mastodon. Ihr könnt uns auch anrufen. Es gibt wirklich zahlreiche Wege, und außerdem sind wir jetzt hier. Das heißt, hier könnt ihr auch noch Fragen stellen. Danke. Ja, vielen Dank euch beiden. Gibt es denn noch erwähnte Fragen? Ah, ich sehe hier vorne gleich eine. Sammeln wir kurz da. War da drüben noch was? Nee, dann fangen wir einfach mal hier an. Ich gehe nach hier und dann nach da. 2 kurze Fragen. Erstens, was ist die Antragssprache für den Antrag? Und die zweite, erstmal, was ist die Antragssprache? Deutsch. Auf jeden Fall Deutsch. Also man muss auf Deutsch einreichen. Alles, was danach passiert, können wir auch auf Englisch machen, die ganze Betreuung. Aber weil es ein Ministeriumsprojekt ist, muss erstmal auf Deutsch beantragt worden. Man kann aber auch DeepL nutzen und sich von jemandem helfen lassen. Es ist echt wenig. Es ist ein A4-Blatt voller Texte ungefähr, wenn man alle Fragen zusammenrechnet, alle Antworten. Also das ist machbar. Und wir haben jede Runde haben wir Menschen, die kein Deutsch reden. Und wir betreuen die dann auch auf Englisch. Und wie ist die Jury zusammengesetzt? Unsere Jury steht auf unserer Juryseite. Wir haben einen Jurypool. Wir versuchen, so divers wie möglich zu sein in der ganzen Bandbreite, die wir haben. Wir haben Datenjournalismus, wir haben also die eher Visualisierung machen und Datenprojekte. Wir haben Leute aus dem Mozilla-Umfeld, wir haben Security-Leute, wir haben Leute, die Erfahrungen eher mit Hardware haben. Also wir versuchen, die ganze Bandbreite abzudecken und versuchen dann, die Projekte auch so bei der Jury einzuteilen, dass die relevanten Jurymitglieder das lesen, was sie verstehen können. Alles klar. Wir sind hier und haben hier noch eine Frage. Genau, also was mich noch interessieren würde, ist, wie ordnet ihr euch ein bei so Verstetigungen? Also ihr fördert ja jetzt erstmal coole Projekte, und wie unterstützt ihr das? Was dann passiert? Genau. Nach der Förderung, meinst du?
Das ist immer schwierig, weil wir sind als Prototype Fund, deswegen können wir nur die Prototypen einmal als Innovation fördern. Wir sind auf jeden Fall da, wir haben eine Community, wo die Projekte sich gegenseitig helfen können. Wir haben Listen von anderen Fördertöpfen, wir haben die natürlich auch immer promoted 6 Monate lang. Sie dürfen, also sie sind weiter auf die Seite als ein Projekt, das wir promoten. Wir können halt keine intensive Betreuung nach der Förderung machen, weil wir onboarden dann eine neue Runde. Aber wir, also wir promoten, wir reden immer über die Projekte. Ich meine, wir haben hier auch wieder über 8 Projekte geredet und wir versuchen denen immer noch ein bisschen Sichtbarkeit zu geben. Alles klar. Gibt es noch weitere Fragen? Nö, sehe ich erstmal nicht. Dann danke ich euch nochmal, Patricia und Marie. Ihr seid auch noch hier für Fragen. Und ja, nochmal einen schönen Applaus für dieses Projekt und das tolle Team.